Helene Fischer wendet Trick an, um privat nicht erkannt zu werden. Der geht erst gut, aber dann. Clever. Um nicht als Helene Fischer erkannt zu werden, hat die Schlagerqueen einen Trick angewendet. Der ging erst gut, dann kam man ihr auf die Schliche. München 4 Schach, Helene Fischer und Thomas Seidel genießen ihre Liebe. Und wie es für ein Pärchen dazu gehört, geht man da auch gerne mal auf Reisen. Es muss ja nicht immer nur München sein, wo die beiden kürzlich beim Bummel entdeckt wurden. Bereits vor einigen Wochen wurden die beiden in Finnland gesichtet. Und jetzt sind sie weniger in die Ferne geschweift. Beim Skifahren in Südtirol in Vierschach im oberen Pustertal genossen Helene Fischer und ihr Thomas Seidel die Pistenwonne. Das hatte bereits eine örtliche Zeitung enthüllt, wir berichteten. Helene Fischer mit Trick, um nicht erkannt zu werden, falscher Name beim Skiverleih. Durch einen Bericht von Rai Südtirol kommen nun neue Details ins Spiel. Inklusive eines Tricks, wie sich Helene Fischer ein bisschen mehr Anonymität bewahrt. Sie hat in Vierschach unter falschem Namen Ski und Skischuhe ausgeliehen, plaudert Christian Schurzenthaler, Pressesprecher im Skigebiet Reizinnen, aus. Klar, wenn man sich als Helene Fischer ausgibt, wird man entweder für einen Witzbold gehalten. Oder, wenn man tatsächlich Helene Fischer ist, umgehend mit Autogramm und Fotowünschen überhäuft. Helene Fischer-Trick fliegt dann doch auf. Interessant aber, Thomas Seidel trat beim Skiverleih nicht unter Pseudonym auf. Ihr Freund hatte seinen richtigen Namen angegeben, berichtet Schurzenthaler. Der kleine Trick mit dem Decknamen hat gewirkt. Helene Fischer sei zunächst wirklich nicht aufgeflogen, heißt es in dem Bericht. Dann aber doch. Nämlich, als die Liftbetreiber ihr Geburtsdatum abgeglichen hätten. Das deckte sich mit dem der echten Helene Fischer. Helene Fischer war ganz privat unterwegs. Als sie die Skischuhe zurückbrachte, haben wir sie angesprochen, meint Schurzenthaler. Es war ein angenehmes Gespräch. Sie war ganz privat unterwegs und wollte auch nicht, dass wir ein Foto mit ihr machen. Insofern gibt es auch keine Aufnahmen vom Skiausflug von Helene Fischer mit Thomas Seidel. Und es dauerte dem Bericht zufolge eine Woche, bis der Trip überhaupt an die Öffentlichkeit kam. Natürlich sei auch dem wohl größten Schlagerstar Deutschlands die Privatsphäre gegönnt. Es ist trotzdem schön zu hören, wie sie mit ihrer neuen Liebe die Zweisamkeit genießt. Das geht momentan auch ganz gut. Thomas Seidel hatte zuletzt zwar bei einer Brillenschau einen öffentlichen Auftritt, hält sich aber ansonsten eher im Verborgenen.
Gleiches gilt für Helene Fischer, die in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich weniger im TV und Co. präsent war als zuvor. Übrigens ist Thomas Seitel inzwischen ja auch selbst schon ein kleiner Star. Zumindest gab's in einer ARD-Quizshow eine Frage zu ihm. Hätten Sie's gewusst?